Was kommt Ihnen beim Thema TCS in Sinn? Abschleppdienst, Camping, Berghütte? Wir zeigen Ihnen, was passiert, wenn der TCS entscheidet, das Gastronomieangebot auf einem Campingplatz auszubauen. Im Restaurant Pier 11 auf dem Campingplatz in Solothurn scheint auch bei schlechtem Wetter die Sonne. Der Campingplatz an der Aare ist einer von 27 TCS-Campingplätzen und Schauplatz eines Pilotprojekts. Mit dem neuen Format Gastronomie auf Campingplatz erhoffen wir uns einerseits mehr Dienstleistung am Gast bzw. an unserem Tourist, am Kunden. Und wir möchten natürlich durch das auch die wirtschaftliche Seite noch neu angehen. Das ist ein erweiterter Geschäftsbereich, wo wir hier einen Kanal aufmachen, einen neuen, um hier noch erfolgreicher unterwegs zu sein. Denn mit dem Projekt Gastronomie auf Campingplatz geht man auf die veränderten Bedürfnisse der Camper ein. Der Campinggast von heute verbringt nicht nur noch die Nacht auf dem Campingplatz. Er will auch kulinarisch verwöhnt werden. Glamorous Camping heißt das Zauberwort. Wir erwarten heute an Infrastruktur, an Einrichtungen ein gewisses Komfortpaket. Das geht in den Bereich Glamping, also Glamorous Camping. Und ergänzend zu dem Komfortcampen gibt es natürlich den ganzen Inhalt, der eine gepflegte und abwechslungsreiche Gastronomie natürlich nicht fehlen darf. Wer sich im Pier 11 an der Aare verköstigt, der fühlt sich gleich ein wenig wie in den Ferien. Die Architektur erinnert an eine Hafentaverne irgendwo an der Côte d'Azur. Aber nicht nur wegen der Einrichtung fühlt sich ein Gast dem Salzwasser sehr nahe. Unser Angebot, das ist in der Tat, das ist mediterran. Wir haben ein Tageskärtchen mit zwei sehr verschiedenen Tagesangeboten auf Fleisch und auf vegetarischer Basis. Und am Oben bieten wir ein spannendes à la carte. Dort haben wir mit einem Freund von mir, mit einem Sternenkoch aus dem Matthias Holz, Mürgs Laschek, dürfen ein Konzept zusammen entwickeln, das für Campingplatz relativ neu ist. Und wir sehen aber, dass es wirklich auch dort das Richtige ist. Die Leute schätzen es, dass sie eben bei uns auch eine Delikatesse vom Holzkohlegrill oder eine Fischspezialität eben können geniessen können. Und das auf dem Campingplatz. Und da behaupten wir, das ist ziemlich Neuland. Auch was die Übernachtungsmöglichkeiten anbelangt, ist das Pier 11 wegweisend. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass man das Angebot innerhalb des Campingplatzes erweitert. Und dort haben wir seit letztem Jahr ganz spannende und neue Formate, wo unsere Gäste übernachten können. Hier haben wir zum Beispiel ein Safari-Zelt im absoluten Luxusbereich mit Kühlschrank, Küche, Dusche, WC, alles im Zelt. Oder ein Zirkuswagen für Romantiker. Wir haben für Familien haben wir Pots, das sind so Holz-Mini-Formate, wo man zu dritt auf einer Matratze übernachten kann im Budgetbereich. Oder unsere Gabanen mit bis zu 6 Personen Schlafplätzen aus Ferienwohnung mietbar. Das Pilotprojekt Gastronomie auf dem Campingplatz läuft noch bis Ende des Jahres.